Trauer. Es ist das vorletzte Rennen des heutigen Tages. Wie eben erwähnt, für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, weil sie noch am See lagen oder vielleicht in der Eisdiele waren. Ja, Rennen 15, DD2, DD2 Masters. Die Startaufstellung lautet wie folgt. Fabian Konert wird die Pole Position besetzen von Nick Wüstenhagen auf der 2. Marcel Steinert auf Position 3 vor Sascha Richter auf 4. Dahinter haben wir die dritte Startreihe, belegt mit Thorsten Lampert und Lukas Müller auf 5 und 6. Vor Jan Müller auf 7 und Timo Michaelis auf der 8. Position. Jana Stier wird von 9 aus ins Rennen gehen, von Niklas Stader auf der 10. Dahinter die sechste Startreihe, belegt Kevin Kappel auf 11, vor Steffen Ebrecht auf der 12. Position. Max Bösser wird von 13 aus ins Rennen starten. Colin Gminder, ja, wird den Finallauf von 14 aus ins Rennen starten. Davor, dahinter Peter Reger auf 15, Sebastian Stadelmeier auf der 16. Position. Und die letzte Startreihe besetzt Klaus Bönighausen auf 17 und Gregory Willmann auf Position 18. Nach momentanem Stand sind alle Fahrer noch mit dabei. Wir werden es also erst geweiselt kriegen, richtig, wenn das Rennen losgeht, ob jemand nicht angetreten ist, also ein Willmann oder ein Bönighausen zum Beispiel. Aber soweit sieht das, denke ich, recht vollständig aus. Und ich sehe auch Bönighausen und Willmann, die ja im letzten Rennen auch ein bisschen Probleme hatten. Aber da schauen wir mal, wie es jetzt in diesem Rennlauf läuft, im Finallauf der DD2 und DD2 Masters. Das Rennen ist freigegeben, die Ampel ist aus und sehr, sehr eng geht es da zur Sache. Also da wird er schon fast ein bisschen angeschoben, Fabian Konert. Das ist natürlich immer das Problem. Wenn man nicht vorbeikommt, bringt einem der Geschwindigkeitsüberschuss leider auch nichts. Na, im Extremfall hat man sogar Pech und der Frontspoiler löst aus, dann hat man sogar noch eine Zeitstrafe am Hals. Aber die Fahrer, gerade hier der DD2, DD2 Masters, Sticks. Ist einfach so, die wissen schon genau Bescheid, die wissen auch genau, wann so ein Ding auslöst, wie stark kann ich einem irgendwie ein bisschen anschucken, auf gut Deutsch gesagt, ohne dass vielleicht was passiert. Also, das wird man aber auch erst im Nachhinein, nach dem Rennen, dann bemerken, welcher ausgelöst hat und welcher nicht. Die Reihenfolge nach der ersten Runde: Konert vor Steinert, Wüstenhagen rutscht eine Position zurück auf die dritte, Richter auf 4, Lampert auf 5. Dann haben wir die beiden Müllers, Jana Müller mit der 414 auf Position 6 und Lukas Müller mit der 433 auf der 7, Michaelis auf Position 8, Kappela auf Position 9 und die Top 10 komplettiert Jana Stier mit der Startnummer 419. Schön auch in der Grafik zu sehen im Livestream, ja, die 433 hat einen Platz verloren. Lukas Müller, also darum bei geht es um die Startposition, von 6 geschadet, auf 7 zurückgefallen. Und deshalb der rote Pfeil, der quasi demonstrieren soll, dass eine Position, dass sich dieser Pilot eine Position verschlechtert hat. So, Fabian Konert schon 1,2 Sekunden knapp in Führung. Kann sich also gerade mal ein bisschen, ja, einen Respektvorsprung verschaffen. Ziemlich weit hinterher fährt momentan die Startnummer 544. Das ist ja Klaus Bönighausen. Also bisher alles komplikationslos. Ich klopfe auf Holz. Bisher wirklich der heutige Tag ohne größere Zwischenfälle. Da muss ich sagen, habe ich in meiner Laufbahn als Streckensprecher und Kommentator schon einiges gesehen. Diverse Ausritte und Abflüge. Da war dann auch mal das Rennen für eine Stunde unterbrochen und sowas gibt es natürlich auch. Das wünscht man sich nicht. Aber da muss ich gerade mal sagen, auch wenn es noch nicht ganz vorüber ist, der heutige Tag bisher wirklich alles reibungslos abgelaufen und wir liegen sogar perfekt in der Zeit. Schnellste Zeit des Feldes kommt von Fabian Konert, 46,588. Fabian Konert soeben über Startziel.
So, hier im Bild die langgezogene Start- und Zielgerade mit einem leichten Linksknick und natürlich allen Piloten, die über Start und Ziel fahren. Und hier auch nochmal eine schöne Perspektive. Da sieht man, wie schnell die Piloten eigentlich unterwegs sind und welche Linie sie fahren. Das ist eine meiner Lieblingsperspektiven. Da kann man nämlich schön die Linien der einzelnen Piloten sehen. Und das sieht doch irgendwie auch ganz witzig aus, wenn wir an einer Perlenkette aneinandergereiht, die Piloten hintereinander hier die ähnlich gleiche Linie fahren. Schnellste Zeit des Feldes, 46.303 von Fabian Konert. Einen Platz verloren hat Lukas Müller. Er ist auf die 8. Position zurückgefallen. Dafür haben wir jemanden Neues oder eine Neue auf Rang 7. Das ist ja keine geringere als Jana Stier mit der Startnummer 419. Sie übrigens von Solgat Motorsport dabei und fährt auch als eine der wenigen, ich glaube sie ist sogar eine der einzigen, die ein Birell-Art-Chassis fährt hier in diesem Gefüge. So, ein schöner Zweikampf zwischen Lambert und Richter, muss ich sagen, gerade im Infield. Also einfach mal hinschauen und genießen, Richter und Lambert, da geht es um Rang 4 und Rang 5. Startnummer 415 bzw. 497. Fabian Konert hat sich 3,388 Sekunden inzwischen abgesetzt an der Spitze und es gibt eine 3-Sekunden-Strafe für die Nummern 415, 406 und 433. Das wäre in dem Fall Richter, die Nummer 406 Michaelis und die Startnummer 433 wäre Müller. Also Lukas Müller. Alle drei bekommen eine 3-Sekunden-Strafe. Was genau vorgefallen ist, weiß die Rennleitung sicherlich besser. Kann natürlich auch sein, dass es sich um ein Verlassen des Korridors handelt. Also sprich mit 2 bzw. 4 Reifen außerhalb der weißen Linie. Dafür gibt es ja auch Strafpunkte. Aber was genau jetzt da der Fehler war, kann ich leider zu diesem Zeitpunkt nicht sagen. Michaelis rutscht zurück auf die 10. Position. Capella, neuer 9-Platzierter. Sie sehen es in der Grafik, der rote Pfeil. Also neuer 9-Platzierter ist jetzt Capella. Nach wie vor die schnellste Zeit kommt von Fabian Konert, 46.303. Es verbleiben noch 4,5 Minuten ungefähr. Also für Steinert, Marcel Steinert auf der 2 und Wüstenhagen auf 3. Dürfte es jetzt langsam eng werden, wenn sie da noch irgendwas ausrichten möchten. Innerhalb der Top 3, ansonsten ziemlich weit entfernt Richter vom Treppchen, insgesamt 5 Sekunden entfernt von Wüstenhagen. Jana Stier kämpft sich nach vorne, also
Sie gestartet. Von 9 ist jetzt auf die 5. Position vorgefahren. Also noch mehr Punkte für Jana Stier. Wenn das Rennen jetzt zu Ende wäre, die Nummer 419 für Sie. Sie übrigens aus Drossingen angereist. Somit rutscht Lambert auf die 6. Position zurück. Also das Ding für Fabian Konert ziemlich sicher mit über 4,5 Sekunden Vorsprung auf Steinert. Dann haben wir Wüstenhagen auf 3, Jana Stier sogar jetzt auf Rang 4. Lambert ist auf die 5. Position vorgefahren, Richter zurückgefallen auf 6. Dann haben wir die beiden Müller, sage ich immer, Jana, also Jan Müller mit der 414. Und Lukas Müller mit der 433 auf der 8, dann Gminder auf der 9, Michaelis auf 10, Stader auf der 11, Willmann 12, Ebrecht auf 13, Kabela ist zurückgefallen auf die 14. Position, Bösser auf 15, Stadelmeier 16, Reger 17 und Bönighausen bleibt unverändert auf der letzten Position. Persönliche Bestzeit von Lambert und Richter auf Rang 5 und 6. Lambert mit 46,951 und Richter mit 47,077. Aber an die Zeit von Fabian Konert kommt keiner momentan ran. Kapela hat seine Karte abgestellt in der Box, anscheinend mit irgendeinem Problem. Auch relativ schade, denn er war von 11 gestartet, fand sich zwischenzeitlich mal recht weit vorne. Im vorderen Mittelfeld, jetzt zurückgefallen auf Rang 17 mit blauem Punkt, bedeutet also nicht mehr momentan auf der Strecke. Das wäre natürlich ja, ärgerlich, egal auf welcher Position man vorher war. Man möchte ja auch fahren. Das ist natürlich auch der Hauptgrund, warum ja, die Jungs und Mädels hier heute da sind. Also jetzt heißt es, letzte Runde für Fabian Konert, die letzten 1000 Meter für den führenden Fabian Konert und auch den nachfolgenden Piloten Steinert Wüstenhagen, wobei da schon 5,5 Sekunden dazwischen liegen. Und dann muss man wirklich sagen, Applaus für Fabian Konert, der hier einen souveränen Rennlauf, ein souveränes zweites Rennen hier der DD2-Klasse gezeigt hat. Und die schwarz-weiß karierte Flagge ist schon so gut wie gehisst.
Und da ist sie. Und der Sieger heißt Fabian Konert. Er gewinnt hier die DD2-Klasse. Und zwar vor seinen Konkurrenten Steinert. Marcel Steinert und Nick Wüstenhagen auf 2 und 3. Auch tolle Leistung von Jana Stier, die auf den 4. Platz vorfahren kann. Gefolgt von Lambert auf 5, Richter 6, dann Jan Müller auf 7, Lukas Müller auf der 7, so rum, Jan Müller auf der 8, Geminder auf 9 und die Top 10 komplettiert Willmann. Dahinter auf 11 Michaelis, 12. wird Stader, Ebrecht 13, Bösser auf 14, Stadelmeier landet auf dem 15. Platz, vor Reger und Bönighausen auf 16 und 17. Das war das vorletzte Rennen und zwar der DD2-Klasse. Jetzt machen wir weiter mit dem letzten Rennen des heutigen Tages. Ja, noch einem schönen Highlight und zwar die Getriebeklasse, die auch immer sehr, sehr sehenswert ist. Dort wird nämlich ja zum einen geschaltet und zum anderen auch nicht fliegend gestartet, sondern aus dem Stand. Und das lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuschauen, bis wir es dann für heute hier haben und uns dann verabschieden zum nächsten oder zur nächsten Station in diesem Rennkalender. Aber dazu kommen wir gleich. Wie gesagt, gleich im Anschluss das letzte Rennen des heutigen Tages. Rennen Nummer 16, die KC2 und KC2 Gentlemen.